Herzlich willkommen zurück bei Dying Light. Und zwar auf dem PC Uncut. Unsere Aufgabe ist es, hier diesen komischen Turm in die Luft zu sprengen. Wir müssen erstmal reinlaufen. Gestern habe ich ja, wie gesagt, schon einen tollen Zugang gefunden, wie wir da reinschlawenzen können. Und zwar direkt hier können wir durch das Wasser da durchtauchen. Da wurden wir zumindest gestern nicht entdeckt. Ne? Ob das heute genauso funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Wir sprengen diesen komischen Turm in die Luft jetzt. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Vichy und Shack Emma? Shagma heißt das, ne? Shagma und Vichy. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Hallo. Also beim letzten Mal bin ich auch hier lang geschwommen. Wie gesagt, hier in der Base sind überall feindliche PKs. Ich muss sagen, ich war hier schon mal in der Base. Aber ich, ja, wie soll ich sagen? Ich bin aus Versehen mal in diese Base gelaufen, als sie noch gar kein Missionsziel war. Das heißt, die war aber auch komplett leer. Hier stand kein Mensch rum. Ich habe hier schon mal in diesem Turm schon mal alles gelootet und ich weiß auch, wie man nach oben klettert. Aber in die Luft gesprengt habe ich hier noch nichts. Eieieiei. Ich habe schon zweimal durch. Bitte nicht spoilern, schau mal. Ach, Lassi, Katrinchen ist mein Bienchen. Bea, meine süße Nachspeise. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal, hier können wir hoch? Versuch das, ne? Ich weiß nicht, ob wir die PK auch ausschalten sollen oder ob wir uns einfach nur daran vorbeischleichen müssen. Ich frage mich, ob meine Familienpost endlich angekommen ist. Okay, hier ist keiner. Versuch den mal zu ballern hier. Okay, das funktioniert. Also PK können wir ausschalten, das ist gut. Ich werde auf keinen Fall spoilern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sehr wichtig, ne? Meine Mods rasten dann... What? Scheiße, kam er denn her? Weißt du, willst du einmal Sneaky Peaky machen? Ab ins Feuer am besten. Ja, ab ins Feuer mit dir, du Lümmel! Aua! Boah, vielleicht sollten wir doch lieber zuhauen. Okay, alles gut. Wer hat uns denn da jetzt gesehen gerade? Keine Ahnung. Wir rauben hier trotzdem alles aus. Also unsere Aufgabe ist es natürlich, hier zu diesem markierten Spot zu kommen, ne? Das ist ja klar. Machen wir jetzt auch. Okay, das hat ja gut funktioniert mit dem Sprung gerade. Hast du gesehen? Voll daneben gesprungen. So. Okay, so weit, so gut. Drückt mir die Daumen, Leute. So, hier vorne können wir einmal rein. Ach, hier können wir schon eine Sprengladung dran machen. Ich hoffe, ich muss den Knopf nicht drücken dann am Ende, ne? Bombe platzieren. Okay, eine Bombe haben wir schon. Wir brauchen noch drei Stück. Drei Stück müssen wir noch... Also zwei Stück müssen wir noch platzieren, nur noch. Ja, sie sind wahrscheinlich wieder ganz oben, ne? 24 Meter und 33 Meter. Das kriegen wir alles hin. Dann lass uns hier mal ein bisschen rumjumpen. Ich bin froh, dass wir hier nicht so krass entdeckt wurden von irgendjemandem. So, was ist hier? Wie kommen wir hier weiter? Lass mal kurz gucken hier mit den alten, müden Augen. Okay. Ja, sieht alles ganz gut aus, ne? Kletter mag ich ja gerne. Ich weiß nicht, seid ihr auch schwindelfrei, Leute? Ach hier, guck mal da. Da kann man was, da kann man was platzieren. Hallo Stroh, einen wunderschönen guten Morgen. Servus, Kines. Und technisch ist auch mit am Stissel. So, hier kommt auch noch eine Bombe dran. Wir werden natürlich, gehen wir erstmal looten noch, ne? Hier muss ja noch jede Menge Zeug rumliegen. So, hier haben wir noch was. Habt ihr alle gut geschlafen? Hopefully. Ja, wir sind gestern in der Wohnung auch ein gutes Stück vorangekommen. Ich habe sämtliche Fliegengitter zurechtgesägt. Das sind die mit diesem Alurahmen. Ich ziehe nämlich bald um, Leute, müsst ihr wissen. Und, ich habe einen Rahmen verkackt. Sechs Rahmen hätte ich insgesamt gebraucht. Und einen habe ich verkackt. Mir ist ein Plastikteil abgebrochen. Es ist so ärgerlich. Jetzt muss ich mir noch einen Rahmen für 19 Euro bestellen. Oh! Heute wird gestrichen. Alles ist schon abgeklebt. Wir müssen nur noch mit einem Eimer Farbe einmal so an die Wand kippen quasi. Und danach machen wir den Balkon. Also das ist wirklich spannend. Wohnungsübergabe hatten wir gestern auch. War richtig, richtig nice. Hat alles funktioniert. Es werden noch Handwerker kommen. Die werden noch das eine oder andere noch mal ein bisschen regeln da. Der Vermieter hetzt uns die Handwerker auf den Hals. Finde ich gut. Okay, die letzte Bombe, Leute. Aber ich will noch nicht los jetzt. Ey, wenn das Ding jetzt in die Luft fliegt.
Oh, viele spielen Lost Ark, habe ich auch schon gehört. Ja, aber ich spiele kein Lost Ark. Nein, ich habe es einmal angespielt, Lost Ark, das reicht auch. Ich bleib lieber hier bei meinem geliebten Dying Light 2. Oh, Dietrich. Auf jeden Fall ist gerade irgendwie eine heftige Musik losgegangen. Ob das jetzt in die Luft fliegt, weiß ich nicht, ne? Da müssen wir mal gucken. Au, au, au. So, hier muss es irgendwo... So, wunderbar. Ich bin süchtig von Lost Ark. Du auch, Strohi? So geil kann das doch gar nicht sein. Wisst ihr, das habt ihr aber auch alle gesagt als, wie hieß denn dieses andere MMO von Amazon? New World. Weißt du, als New World rauskam, haben auch alle gesagt, ich bin total süchtig. Und 2 Wochen später hat es kein Arsch mehr gespielt, weißt du? Ich fange jetzt nicht an mit so einer MMO-Kacke. Und hinterher stehe ich da allein nach einer Woche. Nix ist. Da spiele ich lieber hier so Crap, Alter. So, wie kommen wir denn hier hoch? Muss ich hier überhaupt hoch? Ach, warte mal. Ach, da müssen wir noch eine... Ne, wir müssen einfach raus. Okay, alles klar. Ich werde die Zip mal benutzen, die... ja, die hier am besten, ne? Aber ich weiß, dass da oben noch ganz, ganz viel Loot ist. Vielleicht sollten wir da nochmal hochgehen. So. Also irgendwo hier muss, glaube ich, noch was sein. Guten Morgen, XYZ. Moin! Ich spiele immer noch New World, aber nicht mehr so oft. Siehst du, da warst du Strohi. Wie süchtig warst du nach New World? Überleg mal. Viel süchtiger als von Lost Ark. So, hier ist das Rad. Da können wir irgendwo ranspringen. Wir müssen mal warten auf den nächsten Zaun, der da vorbeikommt. Wir sind Level 2, glaube ich. Oh, Level 3. Wir sind Level 3. Wir sind Level 3. Noch relativ am Anfang. Wir haben zwar schon, keine Ahnung, 20 Stunden gespielt oder so, aber ich komme sehr, sehr langsam voran. Das liegt so ein bisschen an meinem Alter, ne? Das ist die Gicht, die in meinen Knochen steckt, denke ich mal. Ich weiß es nicht, warum. So. Oh, das war aber ganz schön knapp. So, dann geht's hier nämlich noch hoch. Guck mal. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir hier. Wir müssen wieder auf das Windmühlenrad warten. Da kommt immer eins. Oh, da ist eins. Hey, NoFlogs, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist nicht der Schnellste. Ich kann nichts dafür. Wurde so geboren. Es wurde mir in die Wiege gelegt, weißt du. So, die Langsamigkeit. Höp. So, gucken wir mal. Kommen wir hier hoch? Okay, da kommen wir nicht hoch. Da hätten wir noch ein bisschen klettern müssen, ne? Ach Mensch, ist auch egal. Wollen wir da wirklich hoch? Ist da so geiler Stuff versteckt, dass sich das lohnt, da hochzugehen? Ich weiß es nicht. Guck mal, wir können hier von hier aus dann noch eins hochspringen. Und dann kommen wir aber auch bestimmt rüber, glaube ich, ne? Hey Nilly, ein wunderschön! Achso, man kann hier grundsätzlich sowieso klettern. Ja, das ist ja nett. So. Höp. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ach so, ich habe noch einen Lost Ark übrigens zu verlosen. Will jemand Lost Ark haben übrigens? Ich habe noch so einen Key rumliegen. Will einer das haben noch? Ich weiß nicht, ob ich das verschenken kann. Das ist so ein Link zu Steam. Den kann man da direkt aktivieren. Habe ich von Twitch geschenkt bekommen. Aber ich spiele das eh nicht. Will jemand Lost Ark haben überhaupt von euch? So, gehen wir hier mal hoch. Weiß nicht, ob das funktioniert so. Ah ja, guck mal. Perfekt, perfekt. Jetzt geht's hier weiter hoch. Also ich bin absolut nicht schwindelfrei. Ich würde in meinem ganzen Leben niemals auf so eine Bretterkonstruktion laufen in dieser Höhe. Also ich brauchte wenigstens ein Geländer, weißt du? Sonst habe ich da kein Vertrauen dazu. Guck mal, hier geht's noch hoch. Ich weiß nicht, tiefer geht's, glaube ich, ganz gut. So. Ich glaube, wir sind jetzt ganz oben, ne? Aber hier kannst du... Ich dachte, hier wäre noch Loot gewesen. Hier ist aber kein Loot. Könnt ihr jetzt da runtersippen auf diesen Turm? Aber ich muss ja eigentlich in die andere Richtung, oder? Ich muss dorthin. Ich habe auch keinen Fallschirm oder sowas. Ist hier eine Matratze? Ach, scheiß drauf. YOLO! Es geht los! Hallo, Gengos! Ein wunderschön! Naja, ich bin jetzt hier in der radioaktiven Zone. Ja, wow. Und jetzt? Achso, hier ist eine Leiter. Eieieiei. Ich muss mich erstmal heilen, ganz kurz. Wie komme ich denn hier weg, um Gottes Willen? Gibt es hier irgendwas, wie ich hier wegkommen kann? Hier ist eine Leiter, ne? Okay, okay. So weit, so gut. Alter, Bruder, das schaffe ich doch nie.
Lauf! Okay, wir haben nur noch 2 Sekunden. Aber hier ist ein sicherer Streifen. Eieieiei. Leute! Vor allen Dingen diese Musik, die lässt auch nicht nach, ne? Oh, hier liegen überall Leichen rum. Also ehemalige Leichen. Mittlerweile sind es schon Skelette. Da kann ich nichts aufmachen. Ich wollte mal gucken. Oh, eine Telefonzelle. Einmal das Kleingeld rauskramen. So, wir müssen aber zu unserem Spot, ne? Wir müssen hier jetzt endlich diese Windmühle in die Luft jagen. Seit 3 Streams versuchen, dieses Ding in die Luft zu jagen. Ah, okay, da müssen wir hoch. Dann gehen wir über den Bus, würde ich sagen. So. Zack. Dann vielleicht hier hoch. So, wunderbar. Och, ich liebe das. Dieses Parcours-System ist einfach mega. Gulden waren die Währung in Holland. Ich glaube auch, ja, hast recht. Okay, ich rede mit ihm. Wir können sprengen. Wir können sprengen! Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Möchtest du das machen? Oh, ehrlich gesagt würde ich das nicht machen, ne? Also, dann mache ich mir ja die Hände schmutzig. Wenn ich jetzt abdrücke, ich wollte mich ja in diesen Konflikt eigentlich gar nicht einmischen, ne? Ich will einfach nur in die Passage. Ich möchte das nicht machen. Ich sag, er soll das mal lieber machen. Ich mach das nicht. Bist du verrückt oder was? Feldi! Nein! Das soll er machen. Ich mach mir da nicht ich die weiß, Hände schmutzig. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Nee, nee. Ja, wow. Ja, wow. Nicht sein fucking Ernst. Oh, der Zünder funktioniert nicht. Ja, wow. Ich fürchte, die Störung durch das Windrad ist zu stark. Ach, guck mal, es hat geklappt. Real Big Daddy, Digga, du bist doch schon verloren. Moin. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Stimmt. Vincenzos Berechnungen. Stimmt, wir haben nicht alles in die Luft gesprengt. Das habe ich ihm nun repariert. Moin, Digi, hast du einen neuen Account oder was? Ja, das ist jetzt natürlich ganz schlecht. Wir haben jetzt nämlich ein Problem. Die PK ist jetzt gewarnt, dass da irgendwie ein Anschlag verübt werden sollte. Die haben immer noch Strom, die werden sich nicht zurückziehen. Das bedeutet, die werden Vergeltungsschlag wahrscheinlich anstoßen und den Bazar überfallen. Also das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht. Oh mein Gott! Wir haben es voll verkackt, Mann! Es ist mal. Was machst du? Eine scharfe Bombe? Noch eine Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe... eine scharfe... Bombe. Fernzündung ist zu unsicher. Wegen der Funkstörungen. Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Lauf! Und nicht dein wo Ernst. Soll sie hin? Wohin? Nicht sein Ernst. Du musst zurück. Und? Tu sie auf. Platzier sie auf. Die muss auf. Auf das Windrad. Auf das Windrad. Muss sie mitten ans Windrad? Ich kann für mich selber reden. Digga, gib Gas. Wenn du erlaubst. An den Sockel des Rades? Muss sie unten ans Windrad? Nein! An den Generator? Das bringt gar nichts! Digga, ich muss los! Sie muss an den Rotor! Da oben! Du musst hochklettern! An den Rotor? Ganz nach oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt, Aiden. Meinst du wirklich, jetzt wäre die Zeit für Scherze? Komm, lauf jetzt! Los geht's! Okay, alles klar, wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Wir müssen uns beeilen. Ich nehme wieder denselben Eingang wie vorhin, der war relativ safe. Komm schon, komm schon. Wo ist meine Gesundheit überhaupt? Ich muss mich doch heilen. Scheiße, da ist ja ein Timer! 2 Minuten, das schaffe ich nicht. Never. Never. Ich schaffe das nicht in 2 Minuten. In 2 Minuten? Ich habe eben 10 Minuten gebraucht, um da hochzuklettern mit meinem dicken Pummel hintern. Um Gottes Willen. Heldenlauf!
Wir müssen da wieder hoch. Ach du Scheiße. Oh, hier ist so ein Ding. Das ist gut. Oh, das ist gut. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Das ist gut. Das hat schon ordentlich Zeit gespart, ne? Eine Minute nur noch. Oh, shit. Wo ist das Windrad? Hier, hier, hier. Hoch mit dir, Aiden. Digga, ich habe gar nicht gesehen, wo ich hinspringe. Ich habe nur gehofft, dass da eine Kante ist, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, schneller. Dieses verdammte Windrad, die Bombe. Weiter. Noch eine Minute, 11 Sekunden. 2 Minuten, da kann man noch einen Tee kochen, Digga. Das ist eine hochexplosive Situation hier. So. Hier hoch. Müssen wir den lang? Hier ist eine Leiter. Komm schon, Aiden. 27 Meter noch, als ob wir das schaffen können. Oh, fuck off. Ich höre die Bombe schon piepen. Schaffen wir nicht. Wir kacken das. Das schaffe ich doch niemals dahin. Hoch mit dir. 20 Sekunden. Kletter doch hin. 10. 9. 8. 7. 6. Lauf! Wir haben nur noch 5 Sekunden! Oh Gottes Willen! Ach, du hast es nicht. Oh ja, oh boy, das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert! Alter! We did it! Alter Verwalter. Erstmal eine Bandage nehmen. Alberto? Picard? Okay, okay, irgendwer wird angegriffen hier. Oh Gott, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück! True Game History, Hallöchen! Moin, danke für den Follow. Was geht? Hallöchen, moin. Oh fuck, Alter, jetzt kommen wir hier nicht rein, ne? Doch. Oh, oh, oh. Diese dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Ja, er ist tot wahrscheinlich, ne? Jetzt bist du tot. Naja, kommt mal her, ihr Wortpilz. So. Die kriegen wir aber, ne? Die haben wir schon. Sehr gut, beide besiegt. Wir haben gewonnen. Meint wohl, vielen Dank für dein Follow auch. Hallöchen. Das, ich bin doch krank. Was hast du denn für eine Krankheit? Ich mal eine Besserung. Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Ja, Mann. Wir haben sie herrlich Hallo, erwischt. Hallo, Feige. Moin. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900. Ich bin alt. Ja. Du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Aiden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Alter, ich bin da hochgeklettert, okay. Kumpel. Ich? Und alles dank dir, Alberto. Ich bin da hochgeklettert. Vincenzo gebührt der Dank.
Okay? Mir gebührt der Dank. Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben, würden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und sag ihm, bitte sag ihm... Als ob der stirbt, der ist doch topfit noch, ja, oder? Wird gemacht. Er ist doch topfit. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. Sohn, ich bin stolz auf dich. Ach Mensch, der Arme. Sag ich ihm. Versprochen. Der kann doch jetzt nicht einfach wegsterben, oder? Das ist schon eine heftige Blutlache, oder? Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Alberto, warum? Nein! Gibt's hier Loot noch? Ich guck noch einmal rein, ne? Vielleicht haben wir hier noch was. Ah, ist alles leer. Oh, Medikit, sehr gut. Ja, Alberto. Ich werde dein Erbe in mir tragen, glaube ich. Scheiß PKs. Was haben wir denn hier noch? Nix mehr. Hier ist einfach gar nichts. Oh, hier ist noch was. Ein Band. Schaltet den Strom ein. Eieieiei. Nudelsuppe, Hallöchen, moin. Jo, na, was geht? Alles Paletti? Ich hoffe, das ist die Uncut-Version. Ansonsten tut es mir leid für dich, dass du nicht das ganze Video... Ja, ist alles Uncut. Alles gut. Setz dich hin, Nudelsuppe. Schnapp dir Nudelsüppchen. Alles gut. Wir spielen. Natürlich spielen wir Uncut auf PC. Ist alles Uncut übrigens. Also jede digitale Version, ob Steam oder Epic, Ausrufezeichen Epic, ist Uncut. Und jetzt jagen wir diesen Puff in die Luft. Automatisch? Nein, es gibt da was, um das ich mich vorher kümmern muss. Du kapierst es nicht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. So, jetzt können wir ins Stadtzentrum, weil alle abgelenkt sind. Ich habe Alberto versprochen, seinem Sohn was auszurichten. Willst du deinen Job erledigen? Danke, Nudelsuppe. Aber schön anlassen, die PC jetzt. Es gibt schlechte Nachrichten, Hakon. Alberto ist tot. Aha. Hallo, Maybe, moin! Aber die U-Bahn-Tunnel sind leer. Eine bessere Gelegenheit gibt es vielleicht nie. Bist du sicher? Okay. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden tun, was wir Alberto versprochen haben, oder? Ey, ich bin menschlich, ich muss das machen. Das ist der letzte Wille. Alberto ist tot, wir müssen zum Sohn! Ich muss Vincenzo finden, Hakon. Das habe ich versprochen. Ja. Du bist also ein Postbote. Beeil dich! Ja. Erinnerst du dich an Sarah und Jana? Wenn du fertig bist, dann... Hallo, scheiß Internet, moin. Falls du da noch lebst. Dankeschön. Eieiei, ja, also das müssen wir einfach ausrichten. Es tut mir leid, aber ich meine, der Vater ist gerade gestorben. Wir können jetzt nicht einfach hier einfach uns verpiesen, weißt du? Das geht natürlich nicht. Mace, oh, Hallöchen, hi. Herzlich willkommen bei uns im Chat. Na, wie geht's? Ja, das ist natürlich jetzt ganz ugly, ne? Wir müssen jetzt... oh, warum habe ich eine Flasche eigentlich? So, die habe ich mal ein bisschen abgelenkt. Wie spät ist es? 16.35 Uhr. Die Sonne geht bald unter, aber wir haben noch genug Zeit, ne? Wir haben noch genug Zeit, hier zu entkommen. Was heißt zu entkommen? Wir müssen zu Vincenzo, den Lump. Wo gehen wir lang? Wasser. Wir haben Wasser. Ich hab euch gesagt, also, wir haben Wasser, wir haben PK-Hauptquartier aus... Ja, es war kein Hauptquartier. Es war die Stromversorgung der PK. Das haben wir ausgeschaltet. Okay, so. Wie viele Meter sind das? 200 Meter noch. Oh mein Gott. Springen. Mein Lieber. Okay, alles ist gut. Ah, ich liebe dieses... Ohne Scheiß, würde es hier keine Zombies geben, sondern irgendwie wäre es ein anderes Setting. Allein dieses Jump'n'Run, dieser Jump'n'Run-Teil, der würde mir auch so Spaß machen. Keine Ahnung. Erinnert mich sehr an Mirror's Edge oder an Assassin's Creed oder so. Digga, hast du gesehen, wie ich da durchgesprungen bin wie eine kleine Katze? Geil. So. So, wir haben es gleich. Jetzt müssen wir hier einmal rübersippen eventuell. So. Aber wir sind noch auf dem richtigen Weg. Wir müssen gen Süden laufen.
Das ist natürlich krass, ne? Unsere Parkour-Fähigkeiten sind awesome. Okay, alles klar. Der war aber sehr böse. Warum steht da ein Zombie rum überhaupt? Runter von mir. Ja, warte mal, wir machen mal hier. Wir machen den erstmal tot, ne? Bevor der hier irgendwelche Passanten noch angreift. Es ist einfach noch. Irgendwas stimmt damit nicht. Dich hat's echt übel erwischt.